Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute die zweite Kartenidee zu meiner Reihe Trauerkarten. Und im letzten Video habe ich euch diese beiden Karten gezeigt. Einmal diese Art und je nachdem, was ihr eben für ein Stempelset habt, habe ich dann auch mit neuen Produkten gearbeitet und habe diese Karte daraus gemacht. Und wir bleiben auch bei den gleichen Produkten im Prinzip, also von den Sprüchen her, und gestalten heute noch eine weitere Idee, und zwar diese Karte hier. Auch ein bisschen anders wird die dann am Ende aussehen, weil ich, wie gesagt, mit neuen Produkten arbeite. Hier habe ich eben auch mit älteren Sachen gearbeitet. Aber vom Grundprinzip wird die Karte so ähnlich aussehen wie diese hier. Wir bleiben auch im gleichen Farbschema, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die Bestellnummern für die Farbkartone sind einmal Schiefergrau, Anthrazitgrau, Seidenglanz und Flüsterweiß. Mit denen habe ich heute gearbeitet. Und an Material, also an Zuschnitten, braucht ihr einmal ein Stück Anthrazitgrau in dem Maß 28 x 10,5 cm, also 28 in der Länge, 10,5 breit, und gefalzt ist das Ganze bei 14 cm. Da habt ihr jetzt diese Klapp nach oben Karte, oder ihr könntet auch so eine Klapp zur Seite Karte machen. Genau. Ist im Prinzip von der Größe her genau gleich wie die andere, nur eben nach oben klappend und nicht so zur Seite öffnend. Dann habe ich ein Stück Flüsterweiß in dem Maß 13,5 x 8 cm und eins in dem Maß 13,5 x 9,5 cm und ein Reststück. Wenn ihr das gleiche alte Stempelset habt wie ich, könnt ihr ein Reststück von 1,2 cm nehmen, aber da richten wir uns jetzt eher danach, was wir für einen Stempel nehmen. Und ich habe noch Restpapier nochmal einen Streifen in Anthrazit. Das ist eben der Flüsterweiß und dann noch ein bisschen Farbkarton in Seidenglanz für den Schmetterling dann nachher. Genau, aber wie gesagt, also mit den Resten, da richten wir uns ein bisschen nach dem, was die Stempelsprüche sozusagen hergeben. Okay, also wir fangen an. Ich brauche als erstes mal meine Stanzmaschine, denn wir haben hier relativ viel gestanzt sozusagen. Ich nehme einmal die bestickten Rechtecke und die präge vom Blattgrün. Aus den bestickten Rechtecken nehme ich die größte Form. Glaube ich, muss ich selber mal schnell testen. Genau, das ist die größte Form. Wenn ihr die Stanzform nicht habt, dann könnt ihr auch einfach das Papier so lassen. Ich habe mir halt gedacht, der Rahmen ist noch ganz schön für innen rein. Den stanzen wir uns gleich noch aus, weil ich ja sowieso präge und meine Maschine dann gleich da habe. Wenn ihr keine Stanzmaschine habt, dann könntet ihr auch einfach ein schlichtes Designerpapier an die Vorderseite machen zum Beispiel. Ich zeige euch das gleich besser. Ich stanze mir das jetzt nur mal kurz aus, meinen Rahmen. Ich muss nur kurz gucken, dass das wirklich da gut drauf liegt. Jetzt. Also ich stanze mir das einmal durch. Und weil ich ja diese Plattform prägen möchte, klappe ich mir die einmal auf, lege mein Papier ein. Ich mache das relativ weit nach oben. So lege ich mir das ein. Seht ihr das überhaupt? Ja, ich glaube, man erkennt es. Und dann muss ich mir diese Platte rausnehmen und kurbel mir das einmal durch zwischen zwei Acrylplatten. Hui. Okay, dann habe ich hier so ein wunderschönes Papier. Wie gesagt, wenn ihr keine Big Shot habt oder keine Prägemaschine, keine Stanzmaschine, könntet ihr das auch einfach so lassen. Man kann das ganz schlicht halten und einfach hier vorne auch nur ein weißes Papier nehmen. Oder wenn ihr ein ganz, ganz schlichtes Designerpapier habt, könnt ihr das natürlich auch als Vorderseite verwenden. Es macht sich halt ganz gut, wenn das noch so ein bisschen gestanzt oder geprägt ist. Und ja, jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte mir natürlich auch noch einen Schmetterling ausstanzen. Heißt, Maschine nochmal zu mir. Und dann nehme ich mir jetzt die schönen Schmetterlinge und suche mir da einen Schmetterling raus, der mir gut gefällt. Jetzt eben zwei verschiedene Formen. Ich nehme jetzt die ein bisschen dünnere Form und ich nehme mir diesen Schmetterling da unten raus dann nachher und lege mir das einfach so drauf und kurbel mir den jetzt einfach nochmal raus. Auch nur diesen unteren Bereich.
Den schneide ich mir jetzt dann gleich zu. Und da schneide ich mir einfach hier oben die Form noch so ein bisschen nach. So, dann habe ich hier auch einen schönen Schmetterling. So, und jetzt werden wir stempeln, bevor wir alles zusammenbauen. Ich habe ja bei der letzten Karte auch das Set Very Versailles benutzt. Und dann nehme ich jetzt auch nochmal diesen wunderschönen Zweigstempel raus und stempel mir den in den Hintergrund. Auf meiner ersten Karte habe ich so einen Muster gestempelt. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen in der Kamera. Also hier unten und hier oben in dem Bereich. Da guckt ihr, was ihr habt. Es geht einfach nur darum, dass man noch ein bisschen was dahinter setzt, dass das nochmal so ganz leichte Tiefe zeigt oder darstellt. Gucken wir mal, wie das aussieht. Also hier der Zweig, immer den zweiten Abdruck und auch in Anthrazit, glaube ich, den jetzt gestempelt. Das ist die Bestellnummer. Und dann klebe ich mir hier das drüber. Also das finde ich ganz schön, wenn da noch so ein bisschen die Blätter rausschauen. Da könnte man vielleicht hier oben noch einen hinmachen. Genau, dass man die auch ein bisschen sieht. Ja, so ist das ganz schön. Okay. Und dann machen wir gleich für unsere Innenseite den Spruch. Da benutze ich wieder das Stempelset Besondere Momente und den Wir sind in Gedanken mit und mit dem ganzen Herzen bei dir Spruch. Das ist die Bestellnummer. Und in tiefer Verbundenheit wäre zum Beispiel auch ein sehr schöner Spruch. Gucken wir mal. Machen wir den hier drauf. Gucken, dass man den gerade trifft, aber das ist so eine schöne Schrift auch. Das ist ein toller Stempel. Und dann haben wir ja noch unseren Spruch, dem Auge fern, dem Herzen nah. Und den schneide ich mir jetzt ungefähr mal zu auf so 1,8 cm oder 1 Inch, weil ich den gleichen Spruch natürlich jetzt auch bei dieser Karte verwende. Und mir den dann nachher auch wieder so ausschneiden möchte vielleicht. Mal gucken. Wir gucken jetzt mal, wie wir den treffen. Den mache ich natürlich auch in Anthrazitgrau. Ja, ist auch vom gerade sein ganz okay. Den lassen wir gerade. Das heißt, ich schneide mir den vorne auch noch zu. Hinten noch ein Stückchen weg. Und dann kommt er hier so drauf. Und dann braucht man nur für den hier unten in den unteren Bereich dann noch eine kleine Mattung. Da muss ich mir jetzt schnell ausmessen, wie groß der Stempel ist. Also das würde ich so machen, wenn ihr einen anderen Stempel verwendet, dass ihr dann euch einfach den Stempel aufstempelt, so wie ich jetzt, dann kurz ausmisst, was hat der für ein Maß? 5,2, also machen wir 5,7 mal 2,5 cm. Und euch den dann direkt zuschneidet. Echt? Ist der so kurz? Ja, das wirkt jetzt ganz anders, weil der andere Spruch ja natürlich so lang war. Wir testen das jetzt mal aus, ob ich mich jetzt vermessen habe. Nee, das passt. Das wird jetzt unser Etikett. Ihr könnt natürlich jetzt auch mit der Stanzform arbeiten, die bei diesem Spruchset dabei ist. Das wäre natürlich jetzt auch schön. Aber ich lasse das jetzt mal so ganz schlicht. Ich versuche, diese Karten einfach aufzubauen. Einfach, wenn ihr keine Stanzmaschinen habt oder so, dass ihr die trotzdem basteln könnt. Und halt mit anderen Elementen arbeiten. Also so ein Schmetterling zum Beispiel gibt es ja auch vielleicht in so einem Set. Oder man hat vielleicht so einen Sticker oder eine Stanze. Also das geht natürlich auch. Ihr müsst das nicht genauso nachbasteln. Aber es soll einfach so ein Ideengeber sein für euch, dass ihr das nachbasteln könnt. Und jetzt klebe ich mir das eigentlich alles schon zusammen. Zuerst kommt mein geprägtes Papier auf meine Vorderseite. Und es hat einen Rand, rechts und links größer als oben und unten. Dann, das wird auch ganz flach aufgeklebt, mein Spruch auf mein graues Element. Ups, das hat natürlich dann schon den gleichen Rand eigentlich. Soll schön gerade sein. Und das können wir uns dann vielleicht auch ganz flach aufkleben. Ja, das machen wir auch ganz flach.
Oder wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch in Dimension aufkleben. Ich gehe da hier genau an dieses Graue hin, das gefällt mir gut, das hat so einen bestimmten Effekt. Nehmen wir mal dieses Schmierpapier weg, dass das für euch schöner ist. Dann klebe ich mir gleich meine Innenseite rein und dann am Ende machen wir die Vorderseite fertig. Auch mit Flüssigkleber einfach. Schwuppdiwupp. Und klebe mir das hier so innen rein. Also es macht sich schon gut, dass der Rand so ein bisschen bestickt ist. Das ist halt nochmal so eine kleine Feinheit. Aber wie gesagt, wenn ihr es nicht habt, dann habt es nicht. Und dann könntet ihr auch ein bisschen mit dem Zweig noch so reingehen oder so. Vielleicht in einem helleren Farbton. Dann kann man das auch ganz schön gestalten. Und jetzt kommt hier vorne einfach nur der Schmetterling drauf. Den klebe ich mir an mit einem Klebepunkt. Den ich mir einfach so zusammenrolle. Seht ihr das? Und hier unten unter den Körper von dem Schmetterling klebe. Den noch so ein bisschen biege, dass der noch ein bisschen Form hat. Und dann sitzt der hier einfach schön und schwebt dann nach oben. Genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, können wir einfach noch ein paar Perlchen aufbringen. Dann nehme ich jetzt die ganz normalen Perlen. Und baue mir die noch so ein bisschen außenrum. Vielleicht auch so in den Schmetterlingflügel rein, je nachdem, ob euch das gefällt oder nicht. Und nach innen würde ich jetzt auch einfach noch ein Perlchen oder zwei hinmachen. Einfach noch ein bisschen so, ja, diese Feinheit noch mit reingeben. So sieht das Ganze dann aus. Ich gehe nochmal nah hin, dass ihr das auch alles seht, was wir da gemacht haben. Also es ist einfach eine schöne, edle und sehr schlichte Karte. Ich finde es toll mit diesem Seidenglanz. Ihr könnt auch Vanille pur nehmen auf dem Weiß. Das macht auch nochmal ein bisschen eine Farbe, aber es ist trotzdem total schlicht gehalten. Im Vergleich zu meiner ersten Karte. Der Spruch ist einfach so schön und auch die Schrift ist so toll. Und auch der Schmetterling. Also sind, ja, haben alle beide was und ihr guckt einfach, was für Sprüche ihr habt. Und die Innenseite, der eine Spruch auf diesem, ist schon klein. Aber, ja, da hat man halt mehr Platz zum Schreiben. Ich wünsche euch jetzt bei diesen beiden Karten ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr möchtet, schaut gerne auch bei dem anderen Video, das ich euch vorher schon gezeigt habe, vorbei. Bei der ersten Karte, die ich gebastelt habe, guckt einfach, was ihr da habt, was euch am besten gefällt und was ihr schön nachbasteln könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.